Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 69 von Dwarf Fortress mit dem Phobos Grafikpack und dem Therapist. Da sind wir drinnen im Spiel. Letztes Mal haben wir Coffins gemacht. Da wollen wir nochmal erstmal die Pause rausnehmen und dann wollen wir gucken, wo war das denn? Hier, da. Also werden gerade erst hingebracht, sehe ich gerade. Ich dachte, die wären schon weiter. Aber wir können ja trotzdem gleich gucken. Auf der rechten Seite, die sind schon fertig. Auf der linken sind noch welche im Bau. Da unten kommt noch einer. Noch einer, noch einer. Drei fehlen noch, einer, zwei fehlen noch, einer fehlt noch. Der kommt da aber auch. Dann sind sie alle da gebaut. Warten wir den noch ab. Und dann können wir da reingehen und können die neu zuordnen. BP. Und dann können nämlich auch von unten die letzten fünf, die ich da noch gesehen habe, wenn es nicht sogar noch mehr sind, beerdigt werden, ne? Entschuldigung, musste ich gerade ein bisschen husten. So, die sind alle ausgewählt. Die auch. Gehen wir mal noch nach links. Die sind auch alle ausgewählt. Und die sind auch alle ausgewählt. Gut, dann können da mehrere Leute rein. Raus aus dem Menü und lasse laufen. Gehen wir mal nach 1. Gucken, ob da schon welche geholt werden. Vier sind da nur noch gerade dran, oder? Der erste wurde gerade genommen. 2. Aha. 2 sind noch drinne. Einer noch. Und dann sind sie, glaube ich, alle raus. Weiß nicht, ob noch woanders jemand ist. Könnte natürlich auch sein. Sie gerade Tiere haben wir überhaupt nicht mehr, ne? Da unten sind noch Hasen. Oder da oben hatten wir da auch was, oder? Alles nicht mehr da. So, der letzte wird gerade auch reingebracht. Das ist ja schon mal prima, ne? Gucken wir mal gerade, was hier noch so ansteht. Wird was gebraut? Ja. Betten werden noch gemacht. Der Boyes Workshop ist da. Craft Drafts Workshop ist nicht besetzt. Okay, da war ja auch der Kollege, der dann, ne, sein Meisterstück da gemacht hat. In der Küche wollte ich nochmal reingucken. Dann können wir mal gerade hier... Ne, das wollte ich nicht machen. Nochmal Kuh. Ah, da wird aber noch Essen gemacht, sehe ich gerade. Das ist ja prima. Ja, wie haben wir denn hier was mit I? Ist ja reichlich da, aber ist keiner drin, ne? Wo sind die Viecher denn alle? Das ist die Frage, ne? Pets sind genug da. Caged. Kann man die auch releasen? Ich glaube ja, ne? Aber hier nicht. Okay, the manager is required. Das war es dann nicht. Da unten ist auch noch einer im Käfig. Und dort auch noch. Okay, den lassen wir vielleicht auch besser drin, ne? Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Die gehören alle irgendwem, ne? Oder? Ja, nicht wirklich. Mehr sind's nicht, okay. Gut. Und wie sieht's hier aus? Wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken. Samen haben wir auch ganz viel. Ach so, da war ja noch was mit Samen, ne? Hier oben. Dick.
Sollte eigentlich mit der Maus auch gehen, macht's aber irgendwie nicht. Na dann halt nicht. Kann ich bis wohin machen? Bis dahin auf jeden Fall, ne? Ja. Dick. Geht nicht? Was machen wir falsch? Habe ich jetzt irgendwas verpasst oder so? D. Wird nicht angezeigt oder was? Warum gräbt das nicht oder warum kann ich das nicht sehen? Was mache ich falsch? Verstehe ich nicht. Dick. Und dann probieren wir es hier nochmal. Warte, wir können ja erstmal mit der Maustaste. Ja, da geht's. Interessanterweise. Ach, das ist schon ausgewählt. Deswegen war das so, ne? Das ist schon ausgewählt. Alles klar. Da muss noch einer bohren. Dann geht's erst. Ah. Gut. Dann warten wir auf unseren Miner, der das macht, wa? Gut. Was dann? Was ich ja gerne machen würde, wäre hier irgendwie ein Wachturm oder sowas. Und haben wir eigentlich noch Hunde? Ne, Animals da. Ach so, ja. Da können wir wahrscheinlich auch welche, ne? Stray Fox. Die waren alle im Käfig hier. Stray Bunny, Stray Piglet, Stray Kitten. Sind schon alle. Du. Sollen wir da mal ein paar fürs Schlachten auswählen? Ich denke mal schon, ne? Zwei lassen wir über. Und da lassen wir drei über. Die Schweine lassen wir da. Hier oben haben wir noch einen Bunny. Und da sind noch zwei, die machen wir auch noch weg. Da ist ein Hahn. Rabbit. Weg. Den können wir nicht, sonst kriegen wir Ärger von dem Artist Tunemut. Peacock. Stray Blue Peacock gehört auch jemand. Stray Cat. Bunny. Kea. So, das sind wieder, glaube ich, welche, die jemandem gehören hier. Gut. Hier sind ein paar Bunnies, ein Piglet und Kitten. Okay, das müssen wir mal so lassen. Okay. Dann gehen wir wieder raus und I machen wir gerade noch und dann setzen wir das auch mal dahin, oder? Sind wir da drin? Ja. Gucken, was wir da reinsetzen können, oder? Da sind ja einige Stray Eve. Wo sind die aber? Das ist die Frage, ne? Die
Die sind wohl alle verjagt. Goblin X-Men, den können wir da auch reinstellen, genau. Stray Blue Peacock. Vielleicht sollten wir da mal ein paar wirklich da, also die nicht, die haben ihr eigenes Pferch. Peacock kann da rein, Stray Cat, ne. Die drei können da mal rein, denke ich. Die besser auch. Wenn sie nicht gerade geschlachtet werden, kommen sie da rein. So auch. Den Hahn kann da auch rein. Der kann da auch rein. Macht die Katze da auch rein. Kea auch. Dock. Duckling. Schweinchen. Die Bunnies nicht. Das Schweinchen auch noch und die kleine Katze auch. Gut, haben wir das da gesetzt. Und da können wir noch reingehen und da geht es dann genauso weiter. Pluszeichen, Bunnies, Fuchs. Das alles nicht. Der kommt da rein. Ne, das war Enter-Taste, ne? Und der Rest nicht. Gut, okay. Haben wir das auch zugeordnet wieder? Wo die anderen alle sind, weiß ich nicht. Irgendwer wird sie mal irgendwann vielleicht holen. Holz wird gerade gemacht. Und da kommt irgendwas Böses wahrscheinlich. The Were Elephant. Rigot Tisturus. Nirubebmal. Hogwarts has come. A towering elephant twisted into humanoid form. It is crazed for blood and flesh. Its eyes glow yellow. Its raw amber hair is patchy. Now you will know why you fear the night. Ah, deswegen habe ich in der Nacht Angst. Gut. Spiel ist in Pause. Und wo ist dieses tolle Tier? Zoom. Aha, da unten das Gelbe, da die gelben Augen sind schön zu sehen, alles klar. Gut, dann müssen wir wohl mal B aufrufen, unser Vierer-Squad. Und dann müssen wir Kill sagen. Und Enter at Cursor Position. Und dann wollen wir hoffen, dass das funktioniert, ne? Okay, und dann machen wir noch ein V aus der ganzen Geschichte. Geht das so oder können wir da ein F irgendwo drücken? Ich glaube nicht. Und F wie Follow. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Er kommt schon nachher. Und wird von unseren Leuten nicht kaputt gemacht. Aber der Wehrelefant ist, glaube ich, weg, oder? Er ist zum Zwerg geworden und dann ist er abgehauen. Glaube ich. Gut. So ein paar Schläge auf den Hinterkopf hat es dann gebracht. Allerdings sind unsere Leute auch wieder gestorben dabei. Nun liegt auch schon wieder jemand drinne. Keine Ahnung, ob das noch irgendwelche freien Plätze gibt für uns. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal schauen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.